Hey Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Skywars. Pete ist auch dabei, aber wir spielen nicht zusammen, sondern mal gegeneinander, weil das einfach mal lustiger ist. Ja. Pete, wo bist du? Kämpfst du schon? Ich bin gerade irgendwo oben, weil ich kein Schwert habe und ich auch kein Holz habe. Deswegen muss ich jetzt Leute mit der Hand runterkicken. Oh. Und das heißt, wo bist du? Ah, ich sehe dich. Ich sehe da oben. Oh, da bist du. Okay. Ja, dann. Ja. Komme ich mal zu dir. Ja, ich hätte es nicht sagen sollen, dass ich kein Schwert habe. Ich baue mich einfach mal weg. Du kommst nie wieder zu mir. Und wieso wir in einer Einzelrunde sind, kann ich auch schon sagen. Wir haben uns gedacht, so ja, wir machen das jetzt so. Hui! Oh shit. Oh scheiße. Dumm. Ich weiß, ich hab geglaubt, ich schaffe das. Ach man. Pete? 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 Ich falle immer noch. Ja. Pete? Pete? Pete, warum bist du eine Schildkröte? Ja, wenigstens bist du noch grün. Ah. Pete? Warte. Wo, Pete? Wo bist du? Oh. Ja, ich komm schon. Pete? Hallo. Warum steckst du in einem Loch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist meine Hose jetzt voll. Die ist jetzt voll mit Sand. Oh. Aber wie hast du mich eigentlich gefunden? Ja, der Pfeil. Oh. Welcher Pfeil? Ich habe extreme Kopfschmerzen vom. Der Fall war doch nicht so angenehm. Und ich schmeck immer noch Sand. Und mir ist überall noch Sand in der Hose stecken geblieben. Ja. Aber eine andere Frage. Wie sind wir hierher gekommen? Also, ich glaube, du das erinnerst dich sicher noch an den Fall, oder? Oder habe ich das geträumt? Ja, wir waren in Skywars. Aber warum sind wir jetzt auf einmal auf dieser Insel? Gute Frage. Schildkröte, hast du eine Ahnung? Anscheinend nicht. Ich gehe einfach zurück zur Lobby. Ich lief einfach das Spiel. Wenn das überhaupt möglich ist. Unbekannter Befehl. Nichts machen. Hä? Warte mal. Wo ist eigentlich mein PC? Oh nein. Was machen wir jetzt? Die Frage ist, wenn wir hier sind, was passiert, wenn wir hier sterben? Gute Frage. Ich meine. Ich bunde mich wieder in den Sand. Tschüss. Okay, nee. Das ist eine gute Idee. Da war es wenigstens noch schön kühl. Aber, nee, jetzt wirklich. Was machen wir? Gehen wir mal in diese Richtung. Ich meine, haben wir eine Wahl? Nee, weil ich glaube, in der anderen Richtung ist, glaube ich, nicht viel. Da sind Bäume. Mal gucken, ob da was ist. Dann auch. Darauf los. So, Freunde, das ist jetzt wahrscheinlich recht viel, aber kurz ein paar Informationen, damit ihr euch auskennt. Dieses Projekt kommt jede Woche Samstag. Das Video kommt immer um
14 Uhr und auch immer abwechselnd auf unseren beiden Kanälen, nämlich bei Freeze und bei mir. Das heißt, das erste Video kommt jetzt bei uns zwei und das nächste Video bei Freeze und das übernächste dann bei mir und dann wieder bei Freeze und so weiter und so fort. Genau, also ich habe einfach immer die geraden Zahlen und Pete hat immer die ungeraden. Also, falls ihr gerade bei Pete seid und die nächste Folge nicht verpassen wollt, schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei, Link in der Beschreibung. Und abonniert ihn einmal, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, Zwinker, Zwinker. Guckt auf jeden Fall, also an alle Leute, die bei Freeze gerade gucken, dann macht das ebenfalls bei mir. Dann guckt gerne bei mir vorbei für die nächsten Videos und für die nächsten Folgen, damit ihr die auf jeden Fall auch nicht verpasst, Zwinker, Zwinker. Achso, und die Maps sind eigengebaut, also damit ihr euch nicht wundert, das ist keine Adventure-Map, die heruntergeladen worden ist oder so. Die ganze Map oder so ist eigengebaut. Also die Map an sich ist eine Vorlage, also, aber die Sachen, die ihr auf der Map finden werdet und alle Quests und alle Abenteuer, die wir dann in den nächsten Folgen bzw. in dieser Reihe erleben werden, haben wir alle selbst gestaltet. Und euch jetzt noch viel Spaß mit dem... So, ja. Mal gucken, wo uns die Insel hinführt. Also, wenn das irgendwie kein Server ist oder so, was soll denn das dann sein? Ich habe keine Ahnung. Wo sollen wir als erstes hingehen? Gehen wir weiter in den Dschungel oder gehen wir an den Rand entlang? Vielleicht ja, wie willst du denn wegkommen? Glaubst du, es bringt sich etwas, wenn wir mit dem Boot rausfahren? Ich habe irgendwie das Gefühl nicht. Nee, weil im normalen Spiel, da kommt man ja auch nicht weit. Also man muss immer extrem weit schwimmen. Und warte. Ich sehe da vorne was. Ja, okay, wenn du vorausgehst, gehe ich mit. Ja, ich gehe einfach mal. Also, das ist jetzt die Frage, ist das eigentlich generiert worden oder wurde es von irgendwen erbaut? Also vom Aussehen her höchstwahrscheinlich. Nachdem ich gerade nicht vor meinem PC bin irgendwie, würde ich mal sagen, das hat irgendjemand gebaut. Betreten verboten. Okay, also das ist auch neu, dass irgendwer mit Schildern schreibt. Oh. Hallo? Hallo? Könnt ihr uns was sagen? Rüstungsschmied? Kerber? Ja, mach zu. Ich hab irgendwie Angst vor den Leuten. Ich will den lieber nicht mal stören. Eier? Hey, das sind Schildkröteneier. Viele Schildkröteneier. Das sind generell auch viele Schildkröten. Hey, die Tür ist offen. Geh du voraus. Hallo? Hallo? Ist irgendwer da? Hallo? 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 Guten Tag. Wie kann ich euch weiterhelfen? Wer sind Sie? Oh, mein Name. Ja, das ist jetzt Jutta 70 Jahre her. Meinen richtigen Namen habe ich vergessen. Aber nennt mich einfach den Schildkrötenmeister. Oh, deshalb die Schildkröteneier. Alles klar. Könnten Sie uns vielleicht sagen, wie wir hergekommen sind? Wie seid ihr denn hergekommen? Wahrscheinlich durch ein Boot. Was ist denn das für eine Frage? Dafür würde ich früher eine hinter die Ohren gewischt bekommen. Das ist die Jugend von heute. Wir sind nicht mit einem Boot gekommen. Wir haben einfach eine Runde Skywars of Gomma gespielt und dann sind wir runtergefallen und weitergefallen. Und weiter und dann sind wir hier ins Meer geklatscht. Skywars? Skywars, was ist denn das? Das klingt so. Wie soll man das beschreiben? So. Das ist Minecraft. Energisch? Nein, Skywars kenne ich nicht. Ich kenne nur Joghurts namens Gear, aber Skywars kenne ich nicht, nein. Beschreib es mir, was. Was ist das? Das ist ein Minecraft-Spielmodi in dem Sinne. Ja. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich werde es einfach mal hinnehmen.
Was sonst? Also, Sie sind mit dem Schiff gekommen. Ja. Nicht vom Himmel gefallen. Nein, ich bin mit dem Schiff gekommen. Mit einem sehr guten Schiff. Den Namen habe ich über die Jahre vergessen. Aber eins kann ich euch sagen. Schätze hatten wir. Davon träumen eure Uropa noch in ihrem Sterbesaal. Ja, ich glaube, das heißt so. Die Lunge ist auch nicht mehr die frischste. Was den Rücken angeht, fange ich gar nicht erst an zu sprechen. Nun gut, ihr könntet mir aber, wenn ihr jetzt schon hier seid, behilflich sein. Bringt mir die Schätze aus meinem alten Boot. Die Richtung werde ich euch sofort weisen. Aber zuerst fragt euch sicher, wie komme ich zum Boot? Es ist ja versunken, genau. Ja, dafür habe ich was bereitgelegt. Einerseits habe ich ein Boot. Entschuldigen Sie. Diese Sachen liegen alle in der Kiste. Darauf könnt ihr gleich hinzugreifen. Und einerseits, wenn Sie schon hier sind, können Sie auch gleich was machen. Ich muss Ihnen dazu aber erst die Vorgeschichte erzählen. Ich bin nicht alleine hergereist. Und auch nicht aus Spaß. Nein, nein, nein. Wir haben versucht, Geld zu machen. Geld durch einen Schatz. Und dafür hatten wir eine Schatzkarte. Ja, ja. Schaut sie euch ruhig an. Eine gute Schatzkarte. Nicht von schlechten Eltern, ja? Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt die Eltern hatten. Egal. Auf jeden Fall sind wir auf der Suche nach dieser Schatzkarte gewesen. Wir, meine ich und mein Kumpel. Kapitän, Junge, wie man das auch immer nennt. Auf jeden Fall sind wir hergereist und er hat den Schatz gefunden, vermute ich. Daraufhin ist er durchgedreht und verschwunden. Und an euch liegt das, ob ihr den Schatz sucht oder nicht. Ich und meine alten Knochen, meine kaputte Hüfte und meine Lunge natürlich, schaffen das leider nicht mehr. Aber ihr seid noch jung und gut gebaut, ihr könntet das schaffen. Würdet ihr diese Reise annehmen? Gerne, wenn es uns weiterhilft. Bitte schön. Ein Schatz klingt nicht schlecht, das klingt ja immer gut. Und zu dem Boot. Wenn ihr rausguckt, guckt in Richtung dort. In diese Richtung ist der Schatz? Nein, in diese Richtung ist das Boot. Holt mir meine Sachen raus aus dem Boot. Ihr könnt gerne ein paar Sachen behalten. Als Entlohnung für diese äußerlichen körperlichen Dienste. So. Hier drin ist alles verstaut. Nehmt es euch, bedient euch. Und zur Heilung habe ich euch noch was dabei gelegt. Von Omas Friedas gutem alten Rezept. Bedient euch. Okay. Ich nehme mal die Schatzkarte und das Boot. Nimm du den Heiltrank. Gut. Dankeschön. Und nun bitte ich euch, mein Haus zu verlassen. Dankeschön. Ich hoffe, ihr werdet erfolgreich sein. Okay, danke. Ja, wir werden uns auf danke Wiedersehen. Auf, und erinnert auf Wiedersehen. Euch an meinen Namen. Ich bin der Schildbrüstenmeister. Okay. Oh Gott, schnell weg hier. Was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung. Wir müssen einen Schatz finden, ein Boot bergen oder was auch immer. Aber... Und es ist Nacht. Ja, aber eine Schatzkarte zu haben ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sieht interessant aus, mal. Guck mal. Also... Achtung, Achtung! Oh shit. Okay, darauf müssen wir auch aufpassen, dass die Mobs jetzt uns nicht angreifen, weil jetzt ist gerade Nacht. Der nächste Zombie kommt auch schon. Am besten, wir suchen uns irgendwo einen kleinen Unterschlupf noch und übernachten da irgendwie, oder? Ja. Also, der Schatz wirkt auf alle Fälle sehr vielversprechend und ich würde sagen, Pete, ja? Wir schauen uns das in der nächsten Folge an und übernachten bei den zwei komischen Typen da. Okay. Also? Ja. Ich lieg hinter der Stiege. Okay, ich leg mich auf den Teppich. Gut, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Lust auf das Projekt. Wie gesagt, nächste Folge ist nur bei mir. Und da werden wir dann den Schatz suchen. Und
Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Dann bis nächsten Samstag und... Ciao. Genau.